Das ist klar. Wir sollten einen Podcast aufnehmen. Mhm. Also, wir nehmen schon auf. Hallo. Hallo. Was ist los? Du siehst irgendwie... Alles, was nicht angebunden ist. Das heißt, du bist los. Oder soll ich dich anbinden? Ich bin unterm Tisch angebunden. Ihr seht das noch. Ich sehe, Sibylle hat mich gefesselt. Psst, nicht sagen. Ich wollte eigentlich keinen Podcast aufnehmen. Ich fühle mich mies. Du fühlst dich mies? Ja. Wegen mir? Nein. Dein Podcast? Nein. Du traust dich noch nicht offen zu sprechen, weil du angebunden bist. Erzähl mal. Ja, da hat der Wecker geklingelt und dann bla. So schlimm? Ja. Wieso bist du dann aufgestanden? Ich muss ja. Du musst ja? Ja, ich muss ja Podcast machen. Ja, wir wollen alle neue Folgen sehen und hören. Hm. Und jetzt bist du schon mal da. Das ist toll. Ich erkenne das. Oh Gott. In dem State. Ja, immerhin bist du da. Angebunden oder nicht? Ja. Das Gefühl ist aus der Hecke gesprungen. Einfach so? Einfach so. Ja. Konntest du dich auch nicht wehren? Ja, da konnte ich nichts machen. Mhm. Ja, das verstehe ich. Ja. Da musste ich mich hierher quälen. Und jetzt musst du das Gefühl ja auch behalten. Das geht jetzt immer so weiter. Da merke ich gerade, dass der Gegenbeispiel so ist. Nein. Und hallo! Gut, dass wir heute ein Meta-Programm machen. Ja, siehst du. Gebe denn das schlechte Gefühl jetzt? Ja, mega. Da kommt der Gegenbeispiel zu dir rein nochmal, nein. Ja, heute Südmodalité. Ja. Gefühle. Ja. Was denkst du über Gefühle? Ist auch lustig, oder? Was denkst du über Gefühle? Ja, ich habe auch gedacht. Weil was ja viele nicht auf dem Schirm haben, ist, dass Denken auditiv ist. Das ist ja quasi die Repräsentation deiner inneren Stimme, die einen Ticken vorgeht. Mhm. Das heißt, wir mixen jetzt alles zusammen. Visuell, nein, auditiv. Nein, ich wollte nur sagen, wenn du über Gefühle nachdenkst, dann bedeutet das schon, darauf läuft es hinaus, Bilder, in deinem Kopf, notfalls nochmals die letzte Folge hören und die letzten zwei, Bilder in deinem Kopf und Töne in deinem Kopf sind der Start und danach folgen die Gefühle. Mhm. So, wenn du über Gefühle nachdenkst. Dann brauche ich erst ein Bild dazu zu haben. Okay, dir fehlt ein Bild. Okay, lass uns den mal anders nehmen. Wir bleiben mal einfach beim Gefühl, komm. Mhm. Hätte es mal ein Gefühl gegeben, so ein, und die, also können wir den vielleicht gleich auflösen? Mach mal. Menschen kommen, auch wenn du schon fortgeschritten bist, auch wenn du vielleicht sogar schon NLP-Profi bist. Ich muss jetzt gerade sagen, fortgeschritten im Alter, oder? NLP-Profi oder Persönlichkeitsentwicklungsprofi und keine Ahnung was für ein Heiler und all dieses Zeug. Meine These ist, du wirst in diesem Leben noch ein paar Mal an negativen Gefühlen vorbeikommen. Das mag ein Glaubenssatz sein, ihr Lieben, kann alles sein. Ich bin da noch eine zu junge Seele, dass ich glaube, dass mir das nie mehr passiert. Gut, ja. Woher weiß ich das, dass dir das wahrscheinlich nochmals passieren will? Du lebst auf dem Planeten Erden. Das ist, glaube ich, die beste Erklärung. Daran liegt es. Ich glaube, du bist ein menschliches Wesen, soweit ich weiß mindestens. Das heißt, das könnte durchaus mal noch passieren. Die entscheidende Stelle ist ja nicht, dass es mal negative Gefühle gäbe oder so. Ich habe gerade gestern eine Nachricht bekommen von einem lieben Teilnehmer, wo irgendwie der Vater jetzt wieder nach Hause gegangen ist. Mhm. Und er sagt, er hätte dauernd so ein Schmunzeln, also ein Grinsen im Gesicht. Und er wisse nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Mhm. Und ich habe gesagt, schau, es ist relativ simpel. Die entscheidende Frage ist, wie fühlst du dich? Wie geht's dir damit? Mhm. Und wenn du schon mal grinst, scheint dein System darauf programmiert, an Stellen zu schmunzeln, wo es vielleicht mal nichts zu schmunzeln gibt.
Und das bedeutet ja nicht, dass man nicht trotzdem Anteil nehmen kann und dass man nicht trotzdem auch mal traurig sein darf. Die entscheidende Frage ist halt nur, wie lange, und dass du es selber bestimmst. Mhm. Wie lange möchtest du leiden oder wie lange möchtest du noch leiden? Mhm. Und viele Menschen würden sagen, ja, das geht jetzt also schon seit ein paar Jahren so. Mhm. Wo man so denkt, das könnte man doch so in 2-3 Minuten drehen oder in 5 Minuten. Lass uns großzügig sein. Mhm. Und ich glaube, da dürfen wir so ein bisschen starten. Also, die Frage ist ja vielmehr, woher kommen die negativen Gefühle? Aus der Hecke, hast du gesagt. Gab es nicht so einen Cartoon mehr an oder so? Hecken vorbeilaufen, das. Gab es nicht einen Cartoon dazu oder irgend so einen Film? Ja, ab durch die Hecke. Ab durch die Hecke. Ja, mit diesen kleinen Tierchen, mit den süßen Tierchen. Ja, ab durch die Hecke. Oder keine Ahnung. Weg sind sie. Ja, also woher kommen die Gefühle? Und viele glauben, gerade in Bezug auf die negativen Gefühle, dass sie Opfer ihrer Gefühle sind. Mhm. Jetzt, wie wir vorhin gerade herausgefunden haben, es geht eine innere Stimme oder bei dir vielleicht sogar auch Bilder, mhm. Filme, lass uns zusammenfassen, Filme voraus, um das Gefühl zu machen. Mhm. Und wie du die letzten 2 Podcast-Folgen gelernt hast, du kannst das verändern. Das heißt, du beeinflusst damit ja auch das Gefühl. Wir haben herausgefunden, kleinere Bilder machen weniger intensive Gefühle als große Bilder, Filme, Standbild, schwarz-weiß, farbig, die Stimme, woher sie kommt, wie sie mit dir spricht, wie du sie und dass du sie verändern kannst und das Gefühl beeinflussen kannst. Und auch da wieder schmunzeln kannst. Und jetzt bleibt es nicht mehr willkürlich, wie du dich fühlen musst, weil du kannst diese Filme mehr und mehr selber steuern. Mhm. Und letztlich ist NLP genau um das, was es geht. Jetzt lass uns trotzdem mal irgend so eine Situation nehmen. Nicht so ein tolles Gefühl. Ich wollte es gerade sagen, gerade wenn andere mir schlechte Gefühle machen. Das ist ja, doch so der Klassiker. Bösen an der Onkel Hans wieder. Ja, du hast mich verletzt oder du hast mir weh gemacht oder du hast mich wütend gemacht. Ja. Aha, okay. Hättest du so eine Situation? Jetzt nicht gerade auf du, weil du bist ja fortgeschritten. Wir tun das nicht mehr. Genau. In so einer Situation, wo du gemerkt hast, dass der Steak rauscht irgendwie in den Keller. Ja. Keine Ahnung, egal was es ist, wütend, traurig, zornig, enttäuscht, motivationslos, irgend so ein Gefühl. Ja, sowas hätte ich. Hast du so konkret was? Ja. So, jetzt hast du einen Film im Kopf, hast du gesagt, dazu. Von dieser bestimmten Situation. Ja. Okay. Jetzt die Frage. Dieses nicht so, kannst du das Gefühl mal beschreiben? Also was für ein Typ, kein Inhalt, wir brauchen keinen Inhalt im NLP erleben. Nur die Art und Weise des Gefühls wäre vielleicht toll damit. Es ist so ein bisschen beschwert, unsicher, was falsch machen zu können. Aha. So. Okay. Und Unsicherheit oder beschwert? Unsicher. Beschwert unsicher. Kann man das zusammenfassen? Ja, so. Ja, das. Ich weiß nicht genau. Ja, beschwert unsicher. Beschwert unsicher. Okay. Bevor du irgendwas tun müsstest? So befangen wäre vielleicht das Richtige. Okay. Mhm. Bevor du eine Handlung tun musst oder geht es um was anderes? Also, es geht um zu kommunizieren, mit jemandem zusammen über etwas zu kommunizieren. Okay, da ist irgendwie dieser Mensch und der löst quasi dieses beschwerliche Unsicherheitsgefühl aus. Okay. Das ist unbefangen. Okay. So. Unbefangen. Oh Gott, was darf, soll ich jetzt? Unbefangen ist lustig. Für mich macht das was anders. Das macht frei. Nee, unbefangen ist doch, wenn ich eben, ja. Also nein, befangen wäre es, genau. Okay, gut, danke. Gefangen bin ich gerade, weil gefesselt. Psst, nicht sagen. Okay, Entschuldigung. Sonst kommen die noch von Amnesty International oder so. Befreit den Libero. Kein Aufruf machen jetzt. Okay, machen wir mal. Du gehst in dieses Befangen, Date. Genau. Befangen. Nicht unbefangen. Ja. Mhm. Du siehst in deinem Film, was du siehst. Du hörst, was du hörst. Mhm. Und dann kommt das Gefühl. Jetzt die Frage. Wo genau startet dieses Gefühl in deinem Körper? Und so im Bauch. Im Bauch startet es. Mhm. Okay.
Weil Gefühle sind Energie letztlich und Energie ist immer Bewegung. Mhm. Ansonsten kann Energie nicht, so beim Strom kannst du es relativ simpel, das fließt, sobald es geleitet wird. Dein Körper ist ein Leitsystem ohne Ende, ganz viel Wasser drin und so. Gefühle werden geleitet. Mhm. So, das startet also hier und jetzt. Mhm. Wohin bewegt sich dieses negative Gefühl? Das geht so nach oben. Nach oben. Und jetzt für die, die das Video gucken, das ist so leicht eine Bewegung, ja, so ein Kreis nach vorne, oben. Mhm. So, und dann, wie geht es weiter? Es geht wieder zurück. Wieder zurück. Und bleibt, ja, offensichtlich. Ja. Die Hände zeigen es richtig. Das okay. Aha. Mhm. Gut, also vom Bauch raus so, ein bisschen so. Mhm. Okay. Das kann bei jedem anders sein. Das muss nicht überall gleich sein. Das ist einfach, nimm es mal wahr, dass deine Energie irgendwo startet. Mhm. So, jetzt. Hast du schon gesehen, wir haben ein neues Mikrofon. Ja, ja, klasse. Klasse, oder? Muss ich das nicht nennt sich, wir haben ein neues Mikrofon Separator. Mehr für Practitioner. Jetzt immer ein gutes Gefühl. Irgendein richtig. Ja, so. Irgendein richtig klasse Gefühl. So eins. Ist gut, dass wir nichts erzählen müssen, richtig? Weil wir ohne Inhalt arbeiten. Ja. Okay, wo startet dieses Gefühl? Du siehst, was du siehst, hörst, was du hörst. Ja, dieses Gefühl mag ich. Ja, auch so ein bisschen höher und auch im Bauchbereich. Und, ihr Lieben, für die, die es beobachten, andere Seite, schon mal gut. Okay, dieses Gefühl, ja. Andere Seite. Ja, also ein bisschen höher als vorher. Bisschen höher startet es, okay. Und so. Ja, ja. In dieser Größe. Okay. Bleibt das da? Also das geht immer wieder hin und zurück, 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 zurück? Im ja, Kreis? Es okay. Macht so weiter. Cool. So, das, was du jetzt gerade sehr schön beobachten konntest, ist, das Gefühl dreht in eine andere Richtung. Also es ist auch beim Bauch startet es, geht allerdings eher so ein bisschen nach hinten im Brustbereich und kommt dann beim Brustbereich wieder nach vorne, macht einen Bogen und geht unten wieder rein, richtig? So, jetzt können wir doch damit ein bisschen mal spielen. Ja. Dreh dieses gute Gefühl mal ein bisschen schneller. Mhm. Ja, also innerlich im Kopf. Und natürlich, wenn du den Körper mitmachst, ja, natürlich. Okay. Ja. Wie viel intensiver wird das? Ja, guck mal, ich habe die Farbe im Gesicht. Was auch immer du da gerade siehst. Ja. Aha. So, jetzt. Ist mir das noch ein Ticken zu klein, das Gefühl, weil dreht sich nur da. Mhm. Wie wäre es denn jetzt, und da kannst du mal ein bisschen damit spielen, wie wäre es denn jetzt, wenn du dieses Gefühl in diese Richtung, wo es wieder zurückkommt, ein bisschen weiter nach unten, den ganzen Körper, bis in die Zehen, die Beine runter, die Schienbeine runter, Zehenspitze rein und da den Bogen machst, wieder zurück, die Waden hoch, hinten am Gesäß hoch, Rücken hoch, beim Kopf hoch, genau. Und dann drehst du das durch deinen ganzen Körper in der gleichen Geschwindigkeit. Ja, schau, wie schön. Ja, das funktioniert. Und du drehst es, und du drehst es, und du drehst es. Sehr schön. Wie so ein Springseil. Wie so ein Springseil. Ja, weiter drehen. Wir haben noch ein paar Minuten. Weiß nicht, ob ich so viele gute Gefühle aushalte. Gut habe ich schon. Sehr schön. So, daran erkennst du super schön. Du kannst deine Bilder verändern jetzt, deine Filme, du kannst die Geräusche verändern. Das alleine beeinflusst schon die Gefühle. Du kannst wahrnehmen, wo deine Gefühle starten, wenn sie nicht so gut, nicht so toll sind oder nicht so schön sind, nicht so intensiv sind. Und du kannst an eine Situation denken, wo du wirklich gute Gefühle hast und kannst die anfangen zu beeinflussen. So, mach mal Folgendes. Du hattest ja vorhin noch dieses schlechte Gefühl. Ja, das war ja in diese Richtung. Mach nochmal, du siehst sofort, das Date rauscht gerade ab. Das ist super spannend. Mach in diese Richtung, wo es negativ war. Genau. So, und jetzt stoppst du das Gefühl in deinem Körper einfach, an der Stelle, wo es gerade ist. Du stoppst es. Jetzt. Und jetzt dreht es langsam in die andere Richtung.
und es dreht ein bisschen schneller. In die andere, siehst du, ist durch. Und so bringst du deinem Gehirn neue Dinge bei, weil dein Körper produziert das Gefühl. Rein biochemisch, rein physiologisch passieren da Dinge. Sie werden gesteuert über deine Filme im Kopf. Nur der entscheidende Punkt ist, dass du es fühlst in deinem Körper. Und wenn du es fühlst in deinem Körper, dann darfst du deinen Körper trainieren, dieses Gefühl auszuhalten, es schneller zu machen, intensiver zu machen, dass all deine Zellen diese Gefühle aufnehmen. Und wenn sie diese Gefühle aufnehmen und mehr speichern, werden sie dich automatischer, schneller, mehr daran, dahin bringen, dass du mehr von diesen Gefühlen hast, weil deine Gefühle wieder deine Bilder im Kopf verstärken, deine Filme und deine Geräusche im Kopf verändern. Mhm. Und das ist die Einfachheit von NLP. So, mit den letzten 3 Folgen kannst du schon echt viel von deinem Leben verändern. Was ist alles möglich, sobald du 10 Tage lang im Practitioner noch ganz viele Tools mehr mitkriegst? Fragen über Fragen. Ihr Lieben, eine schöne Woche. Du schön weiterdrehen. Tschüss, ihr Lieben.